Herr Andreoli, Sie als kritischer Beobachter der Gentechnologie, der Grünen, wie man so schön sagt, in der Landwirtschaft, was sagen Sie denn zum Argument der Industrie, der Gentechnologieindustrie, wir schaffen es, den Hunger aus der Welt zu schaffen? Das ist immer das letzte Argument, das übrig bleibt, nachdem man feststellt, dass der Ertrag nicht steigt, dass die Betriebsmittel teurer wurden, dass die Abhängigkeit gestiegen ist, dass die Auswirkungen auf die Umwelt viel schlimmer sind als vorher, dass die gesundheitlichen Schäden immer noch offen sind. Man hat da sehr große Risiken, man hat auch schon viele Beweise. Wenn das alles nicht reicht, dann sagt man, aber es ist ja eine Lösung für den Hunger. Um den Hunger zu lösen. Dann kommt ein altes Argument. Das alte Argument lautet, je mehr wir produzieren, desto weniger Hungernden haben wir. Das stimmt ja nicht, weil wir produzieren viel zu viel und die Menschen haben keinen Zugang zu dem, was produziert wird, sodass vieles sogar zerstört wird, damit die Preise nicht weiter sinken. So ist Hunger kein technisches Problem. Es ist ein Verteilungsproblem und das wissen wir schon lange. Zweitens, Soja ist in Brasilien für den Export bestimmt, besonders für den Export von Futtermitteln nach Europa. Und die Menschen in Brasilien vor Ort leiden an Hunger, wenn sie Soja produzieren. Und es führt zu mehr Hunger, indem eigentlich, wie ich es vorher gesagt habe, Lizenzgebühren die Produktion verteuern. Das führt zu einer Verarmung von Kleinbauern. In Brasilien sind die meisten armen, hungernden Menschen Bauern auf dem Lande. Und wenn man eine Monokultur, die Soja, so unterstützt in einem Land mit solchen riesigen Ressourcen, mit einem Potenzial, nicht nur die eigene Bevölkerung zu ernähren, finde ich das als ein riesiges Fehl, ein riesiger Fehler, dass zum Beispiel diese Regierung zurzeit auch der Plan hat, die Fläche von Soja von 18 Millionen Hektar, wie sie heute sind, auf 90 Millionen zu erhöhen, damit die Außenschulden besser gezahlt werden können. Dann ist diese Schuldenfalle auch dabei, sodass Regierungen hoffen, Devisen zu bekommen. Diese Entwicklung führt zu einer größeren Ausbeutung von Menschen, zu einer größeren Zerstörung der Natur und vor einer falschen Verwendung unserer Ressourcen im Lande, die ganz anders angewendet werden könnten, hätten wir ein anderes Entwicklungsprojekt, das nicht abhängig ist von ausländischen Konzernen, von eigentlich ein paar großen Unternehmern, die mit dem Sojamarkt verdienen und nicht die Kleinbauern, die zunehmend aufhören zu produzieren. Man muss mal eine Zahl hier nennen. Es sind mehr als 30 Millionen Menschen, die vom Lande in die Städte in Brasilien gezogen sind, in den 70er bis in die 90er Jahren, aufgrund der Ausbreitung der Sojaproduktion. Das ist die gesamte Bevölkerung Argentiniens, die einmal in den Städten ist, ohne dass man eine Infrastruktur hat, um diese Leute aufzunehmen. Zunehmende Landlosen, zunehmende Arbeitslosigkeit, zunehmende Ungerechtigkeit und zunehmenden Hunger in einem Land, das eigentlich so reich ist, aber gleichzeitig so ungerecht. Das heißt, Ihr Plädoyer ist zurück zur herkömmlichen Landwirtschaft. Nehmen wir doch den ganz normalen, traditionellen Sojaanbau. Geben wir den Bauern einfach die Möglichkeit, sich selber zu erhalten, ein bisschen zu handeln. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass Soja die Lösung ist, auch nicht, wenn sie ökologisch ist. Ich glaube, dass es da zwei Gruppen, gesellschaftliche Gruppen gibt, die gleichzeitig ein Problem mit der Gensoja haben. Das sind die Konsumenten und das sind die Kleinbauern. Leider betrachten sich beiden als Gegner. Ich glaube, dass da eine Kooperation, eine Zusammenarbeit notwendig ist, weil wenn die Konsumenten Lebensmittel vor Ort kaufen wollen, die gut sind, die billiger sind und die auch nachhaltig produziert werden können, kann das nur funktionieren, wenn man da eine genossenschaftliche Organisation zusammen mit den Kleinbauern hat, damit sie nicht mehr abhängig sind von diesen großen Marktstrukturen, sondern vor Ort eigentlich verkaufen können, aber nicht nur verkaufen, vorher auch für sich selbst produzieren können, weil sie ja selbst an mangelnder Ernährung, wenn ich mal das so schön ausdrücken kann, mangelnder Ernährung statt Hunger, in Brasilien selbst leiden. Also zunächst eine bessere Qualität für die Bauern selbst, damit sie besser produzieren und dann eine diversifizierte, eine ökologische, nicht eine herkömmliche, nicht ein Schritt zurück zu einer Geschichte, die auch nicht nachhaltig war.
aber ein Schritt nach vorne, und das ist möglich. In einem Land wie Brasilien ist es möglich, fast alle Pflanzen dieser Welt zu produzieren, und es ist möglich, sie auf eine Art zu produzieren, die es den Menschen auch erlaubt, vor Ort besser zu leben und dafür zu sorgen, dass ein Teil davon verkauft werden kann, damit die Konsumenten vor Ort auch davon was haben. Das ist mein Plädoyer, das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber ich sehe keine andere Alternative, außer die Zusammenarbeit zwischen Konsumenten und Kleinbauern, die ja unterstützt werden von Organisationen weltweit. Und deswegen begrüße ich diese ganze Aufklärungsarbeit, die auch in Deutschland stattfindet. Ja, und die Sie auch weiter fortführen. Sie müssen nämlich jetzt gleich auf dem Zug zurück. Sie arbeiten auch noch weiter an Ihrer Arbeit, gehen so ja in Brasilien, werden dann irgendwann im Oktober dann nach Brasilien zurückkehren und dort vor Ort weiterkämpfen. Ihnen, Herr Andreoli, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Heute Dankeschön. Bei uns zu Gast ist der Internationale Landvolkdienst und sein Genfood-Projekt. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schipper. Von dem Agrartechnologen und Genfood-Kritiker Andreoli. Dem Herrn Andreoli hörten wir jetzt in der vergangenen Stunde, dass das Problem mit der Gentechnologie in der Landwirtschaft nicht allein in der Technik liegt, sondern einfach auch in den Auswirkungen, dass da Monokulturen geschaffen werden, dass Bauern ausgeliefert sind einem einzigen Unternehmen und seinen Rechten auf die Sojabohnen, die Patente. Und dass es sehr, sehr komplex ist. Also da ist viel Stoff dahinter. Stoff, den Sie in Ihrem Genfood-Projekt vermitteln wollen. Sie wollen Bewusstsein schaffen in den Köpfen der Menschen, wie wichtig es ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Kritisch, aber eben auch objektiv und nicht alles zu verdammen. Und Sie, Herr Ollich, Sie hatten die Aufgabe, dieses zu vermitteln. Und ja, wie haben Sie das gemacht? Wie waren die Reaktionen? Es ging natürlich in erster Linie darum, die sehr komplexe Materie so umzusetzen, dass sie vereinfacht dargestellt werden konnte, ohne falsch zu sein. Und dazu haben wir Multiplikatoren gehabt. Die haben wir ausgewählt, also Leute, die sich drum kümmern, wie sie das, was sie aufgenommen haben, jetzt übersetzen können in den Verstehenshorizont von dir und mir, von meinem Nachbar und deinem Nachbarn und mit denen darüber ins Gespräch zu kommen. Darum ging es. Und daraus hat sich ein buntes Bild der Auseinandersetzung entwickelt, sowohl von den Veranstaltungsformen her, wie auch von den beteiligten Gruppen. Das größte Problem, das wir haben, wenn wir auf die Kleinbauern draußen in den Entwicklungsländern schauen, ist natürlich, dass den Leuten hier die eigene Situation, die ist, die ihnen zu schaffen macht oder eben mit der sie sich auseinandersetzen. Wenn ich an die Bauern denke, die teilweise einen harten Existenzkampf sind und oft dann höre, haben wir nicht selber genug Probleme, wieso setzen wir uns mit den anderen auseinander? Also sprich, die deutschen Bauern fragen sich genau das. Ja, und dieses dann vor Ort zur Sprache zu bringen, ist zunächst mal nicht einfach. Wenn es aber dann um die Frage selber geht, der Gentechnik, und dann plötzlich festgestellt wird, dass auf der einen Seite ich an der Natur kräftig verändere und auf der anderen Seite eben sage, wie trifft es uns, wie trifft es dich, was hat das mit Importen, Exporten zu tun, etwa von der EU nach da, aber auch von der dritten Welt nach hier. Also dann, plötzlich ist es im eigenen Leben drin. Hinzu kommt natürlich auch, dass fast in jeder Debatte Verbraucher sind, die sagen, wir wollen sie eigentlich gar nicht. Ne? Der Laden ist gefüllt mit Lebensmitteln, die also ohne gentechnische Veränderungen da angeboten werden. Wieso brauchen wir die Gentechnik in unserer Nahrung? Und das ist der Ansatz, über den dann die Leute zunächst mal kommen und sich interessiert zeigen und sich weiter informieren wollen. Die Zusammenhänge dann zu den anderen darzustellen, die draußen schon mit dem Problem konfrontiert sind, so wie die Leute etwa in Brasilien, das ist dann erst im zweiten Schritt passiert, aber meistens auch vor Ort gelungen.
Wenn Sie sagen, so vor Ort, wie kommen Sie auf die Menschen zu, also die Bauern oder die Mitglieder jetzt des Landvolkes? Machen Sie da eine Veranstaltung oder wie ist der Prozess entstanden? Da ist viel Fantasie nötig oder auch einfach eine praktische Sichtweise des Ganzen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass es Bauernverbandsversammlungen gegeben hat, die jährlich stattfinden. Da kommt man hin, da informiert man sich. Da ist ein bestimmtes Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Und da haben wir es oft erlebt, dass die Leute dann auf uns zugekommen sind und haben gesagt, wollt ihr diesen Aspekt nicht einbringen? Es beschäftigt uns. Wir haben von eurem Projekt gehört. Und dann haben die sehr oft einen Teil dafür reserviert, eben diese Sicht nach draußen darzustellen und vor allem eben auch von den Erfahrungen aus dem Projekt zu profitieren. Und das Ergebnis waren dann sehr lebendige Gespräche, Diskussionen, Auseinandersetzungen. Ja, vielleicht kann ich da mal ergänzen. Also wir haben natürlich den Vorteil innerhalb der katholischen Landvolkbewegung, dass wir über die Strukturen verfügen, dass wir regelmäßig Veranstaltungen durchführen zu bestimmten Themen. Und teilweise haben also unsere Partner, unsere Mitarbeiter, also unser Angebot sehr gerne wahrgenommen. Ja, die haben also, die finden das Thema sehr interessant und also von daher sind wir da eigentlich auf offene Türen gestoßen. Ja, in der ersten Phase war es dann Sache der KLB, wo das passiert ist, gelungen ist. Und dann ging es aber immer mehr über, auch auf andere, die hatten davon gehört. Die haben gesagt, machen wir es doch bei uns auch mal, ihr habt doch die Experten. Ja, und Sie waren ja auch Vorreiter, Sie waren wirklich ganz früh dran, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, und dann ist natürlich die Frage recht spannend, wie kann es konkret werden, wenn denn die deutschen Bauern sich darauf einließen, gentechnisch verändertes Saatgut anzubauen. Da gibt es die einen, die sagen, bei mir nicht, vor allem die ökologisch wirtschaftenden Landwirte. Die anderen sagen, es hat immer eine Entwicklung gegeben, wir haben ja auch immer neue Züchtungen gehabt. Und wenn wir mithalten wollen, irgendwann auch mal konkurrenzfähig sein müssen, dann können wir uns zumindest dem nicht verschließen, warum sollen wir es nicht ausprobieren? Und dann kommt dieses Zauberwort der Koexistenz, um das sich bei uns alles dreht, in den Mittelpunkt der Debatte. Nämlich, wenn es darum geht, können beide nebeneinander leben, ohne dass der eine dem anderen schadet. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Forschung und darüber sprechen wir gleich. Koexistenz, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. In der Diskussion sind wir für Gentechnik oder gegen Gentechnik. Denn die Frage ist ja, können Bauern, die sich auf ökologische Anbau spezialisieren, ein Feld haben neben einem Bauern, der sagt, ich entscheide mich für Gentechnik. Vielleicht auch eine Frage der Forschung. Gibt es da Daten, die ein bisschen da weiterhelfen können? Wir können hier in Deutschland die Daten gar nicht haben, weil es so gut wie keinen Anbau gentechnisch veränderter Organismen gibt. Wir können froh sein, wenn von draußen, da wo man als Erfahrungen hat, entsprechende Werte langsam zu uns rüberwachsen, die wir dann einsetzen können. Jetzt ist es eine Frage des Standpunktes. Die einen, die es gerne wagen möchten. Ja, wie Sie sagten, warum nicht ausprobieren, um später konkurrenzfähig zu sein? Die sagen, warum soll eine Koexistenz nicht möglich sein? Wir brauchen Sicherheitsabstände und Ähnliches. Fragen Sie einen ökologisch wirtschaftenden Landwirt, der sagt, für mich ist das eine existenzielle Bedrohung, denn die Insekten, die beispielsweise Pflanzen bestäuben, der Pollenflug, der macht ja nicht an der Ackergrenze Halt, sondern es ist zwangsläufig so, dass ich irgendwann meine Äcker nicht mehr sauber habe. Das heißt, ich kann für Koexistenz sein, ich kann sie ständig beschwören. Aber machbar ist es nicht. Das ist die Überzeugung der Ökobauern. In diesem Spannungsfeld finden die Diskussionen statt. Das Argument, wir können ja einsteigen und wieder aussteigen aus der Gentechnik, das wäre dann auch hinfällig. Ja, es ist vor allem zu kurz gedacht. Wir haben es ja nicht mit irgendeinem technischen Produkt zu tun, das ich vom Markt nehmen kann, wenn mir gerade wieder einfällt. Wir haben es mit lebenden Organismen zu tun, die, wenn ich sie mal freigesetzt habe,
sie ja nicht ohne weiteres mehr zurückzuholen sind. Und von daher ist die Aussage, wir können dann einfach wieder aussteigen, ist ein bisschen kurz, ist zu platt. Es ist einfach so, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, wieder so auszusteigen, dass die Äcker dann sauber wären. Die Organismen sind in der Natur. Wenn sie drin sind, sind sie drin. So ist es wirklich das Leben, ne? Ja. Sie sprachen aber gerade davon, ja, wir in Deutschland sind angewiesen auf Erfahrungen, die von außen kommen. Gibt es in der Kleipas relevante Erfahrungen? Also gibt es da wissenschaftliche Studien, die zum Beispiel sagen, so und so viel Meter Abstand reichen oder das und das muss beachtet werden, damit zum Beispiel Koexistenz möglich ist? Also unser Projekt war ja darauf angelegt, vor allen Dingen Informationen von unseren Projektpartnern zu sammeln. Also zum Beispiel, mit denen wir ländliche Entwicklungsprojekte durchführen in Indien, in Chile, in Argentinien, in Südafrika. Und da gibt es leider sehr wenig Informationen bisher. Also wir wissen, dass es diskutiert wird, dass in den Ländern Regierungen mit dem Gedanken spielen, gentechnisch veränderte Saatgut zu importieren. Welche Konsequenzen das aber hat, weiß man fast nicht. Und zwar eigentlich aus dem gleichen Grunde wie bei uns, weil öffentliche Forschung überhaupt nicht stattfindet. Also auch die Forschung in Europa ist bisher überwiegend von den Saatgutunternehmen selber durchgeführt worden, mit der entsprechenden Zielsetzung, die der Herr Andreoli ja vorhin genannt hat und dargestellt hat. Mhm. Hat man also Bock zum Gärtner gemacht. Ja, also nur ist ja auch unser Projekt ein Langzeitprojekt. Also wir hoffen da also wesentlich mehr fundierte Informationen zu bekommen. Herr Andreoli hat ja auch gesagt, also es gibt vielleicht kurzfristige Vorteile. Man weiß aber zum Beispiel, also da fällt mir ein, dass zum Beispiel in den Staaten, in den USA, dort gibt es Langzeitversuche über 10 Jahre. Die also teilweise widerlegen, dass also es einen dauerhaften Effekt dort gibt. Also dass man zum Beispiel in der Lage ist, bestimmte Resistenzen gegen Insekten aufzubauen, dass dann aber wiederum andere Insekten sich da sehr drüber freuen, ja, und dann trotzdem nach einer gewissen Zeit sich durchsetzen und weiterhin eben die Erträge schädigen. Mhm. Ja. Das heißt einfach, die biologische Vielfalt ist nicht so einfach, ne, genetisch in den Griff zu kriegen. Ja, es gibt da keine klare Ursache-Wirkung, keinen klaren Ursache-Wirkung-Mechanismus. Ne? Aber das veranlasst uns wirklich zunächst einmal zu sagen, also das ist uns alles noch viel zu wenig, um da also so eine Technologie zu befürworten. Also es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, wo wir sagen, die müssen erst einmal geklärt werden. Und alles, was im Moment sozusagen einigermaßen gesichert da ist, bewegt uns zu sagen, also da müssen wir noch lange dran arbeiten, um da Rahmenbedingungen zu schaffen, die es unter Umständen ermöglichen, dass so eine Technologie auch den Nutzen bringt, der immer versprochen wird. Und da sind wirklich Zweifel angebracht. Umgekehrt ist es so, höre ich ein bisschen heraus, Herr Ollich, dass die Mehrheit der Bauern hier in Deutschland schon eher das Wagnis eingehen, trotz jetzt relativ ungesicherter Faktenlage. Ob es die Mehrheit ist, weiß ich nicht. Es sind sicher einige, die es probieren würden, wenn denn auch eine Nachfrage da wäre. Im Moment ist die Akzeptanz beim Verbraucher ja eher sehr gering. Und insofern stellt sich im Moment die Frage so nicht, was mehr eine Rolle spielt, ist natürlich auch ein eigentlich sachfremdes Argument, das uns aber in den Diskussionen sehr zu schaffen macht, nämlich dahingehend, dass man sagt, die Skeptiker verhindern es, dass wir uns auf diesen Zug mit draufsetzen, der mit neuen Technologien zu neuen Erfolgen kommt, auch in der Landwirtschaft. Und dann gehen die Forscher eben nach draußen, die Arbeitsplätze werden dann draußen geschaffen, hier dadurch entstünden, wir werden abgehängt. Das ist dann ein Argument, das eigentlich mit der Sache selber ja nichts zu tun hat, aber das heute in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sicher
seine Wirkung hat, vor allem in den lokalen Debatten, ganz klar. Nach den Nachrichten sprechen wir noch um einen Aspekt, den wir vielleicht nur gestreift haben. Es, die ganzen Debatten, diese ganze Frage hat ja auch eine ethische Dimension. Und da sollten wir dann drauf eingehen, nach den Nachrichten.